Jo Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir spielen eine Deckard Kane Runde. Und Curse of Lost. Ja, okay. Bums. Das geht ja super los. Zack. Bombe. Schüsse brauche ich eigentlich noch nicht so wirklich. So, zack. Haben wir. Hallöchen. Hi. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, da. Geh drauf. Und... So. Lost Protector, ja, danke. Moment. Wir locken sie mal hier so in die Richtung der Fliege. Weil die hat wirklich Bums, die Fliege. So, Soul Heart. Okay. Okay, Soul Heart. Moment, erst die Spinnen. Erst die Spinnen. Und dann. Ich könnte jetzt einfach warten, bis die Fliege da hinten ist. Was ich auch, glaube ich, tun werde. Und die einfach wegmacht. Cancer, jawoll! Erstmal direkt das geilste Item. Das geilste Trinket im Spiel bekommen. Das macht es auf jeden Fall wieder wett, dass ich so ein scheiß erstes Item bekommen habe. Erledigt. Bombe wäre cool. Eine Bombe wäre echt cool. Jetzt sogar noch mehr. Da muss ich mich bei der Fliege echt bedanken. Weil die hat gerade die Spinne weggemacht. Ich glaube nicht, dass ich das mit dem Schuss war. Warum kriege ich nie Bomben? Mit Kane kriege ich nie Bomben. Oh nee, Widow. Bitte nicht Widow. Bitte nicht Widow. Ich hasse Widow. Ich hasse Widow. Für mich der schlimmste Kellerboss, ey. Stirb bitte. Jawohl, HP ab. Gehen wir das Solar holen. Wobei, einmal kurz gucken. Habe ich alles abgesucht? Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, hier war ich nicht, oder? Ne, hier war ich nicht. Hätte ich auch mal lieber sein lassen sollen. Moment, jawohl, da habe ich's. Glaubt's mir oder nicht, das war genauso geplant. Dass die Spinne da das Ding in die Luft jagt. So, zack. Wenn ich schon keine Bomben krieg. Moment. Verdammt. Keine Bombe. Ich brauche unbedingt Bomben. Wo ist der Bombbag, wenn man ihn mal braucht? Ich wollte gerade sagen, das dürfte sogar reichen von der Zeit her, dass die Fliege den erwischt. Wieder keine Bombe. Scheiß Burning Basement, ey. Yo, ich geb mal das beste Trinket im Spiel für ein richtig bekacktes Trinket weg.
nicht. Definitiv nicht. So, zack. Ein Schlüssel. Okay. Ist die Frage, lohnt sich das? Ich glaube eher nicht. Ja, komm her, komm. Achso, das ist die Anti-Magnetic. Das lohnt sich. Du bist leider auch ein ziemlich schlechtes Trinket. Deswegen, nein. Warum für mich Cancer besser ist als Horn? Weil Horn etwas macht, was ich mit mehreren Items nachmachen könnte. Also 2 bis, ich glaube, 6 Damage. Damage-Punkte oder so. Ist nicht. Ist da eine Menge. Also 2 Damage-Punkte sind ultra viel. Aber. Ich könnte es halt auch mit anderen Items machen. Cancer hingegen. Es gibt halt ein Maximum an. Schussrate. Das kann ich mit Cancer überbrücken. Also das verdoppelt sich trotzdem. So, Piercing-Schatz nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist mir auch eine Bombe wert, definitiv. Jetzt brauche ich noch Spectral-Schatz, dann bin ich glücklich. Und ich bräuchte eine Münze, dann wäre ich noch glücklicher. So. Also anders als Cancer macht Horn halt was oh, Mom's. Ah, Mom's Pearl. Ja, Mom's Pearl ist cool. Aber Cancer ist einfach besser. Ich sage ja, es gibt eigentlich wenig Sachen, die ich über wenig Situationen, wo ich Cancer nicht mitnehmen würde. Ganz, ganz wenige. In einem Soulmake-Run würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Weil wenn Soulmake, da muss man übertreiben mit Soulmake. Und dann nimmt man Cancer mit. Auf jeden Fall. Weil doppelt so schnelles Soulmake ist einfach mega geil, finde ich. Ja, ja, mach mal. Bleib mal genau an der Stelle und blast deine Bälle. Deswegen liebe ich Burning Basement Horn. Jo. Speeder. Keine Ahnung, was es ist. Deathless, just hope you are not the next. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Wie gesagt. Und was macht das Ding? Was macht denn das Ding? Hallo? Ich wüsste es gerne. Ich wüsste es gerne. Mal gucken. Wenn ich dran denke, werde ich es nachgoogeln. Und wir haben wieder den geilsten Fluch überhaupt. Ach, du Drecksviech. So, jetzt. Achso, ich muss ja nur warten. Ich muss dann nur warten. Schlüssel. Ja, Schlüssel ist nicht so. Oh! 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 Was ist das? Oh, kacke. Der Raum ist richtig ätzend. So, zack, zack, zack. Warum kann der im Kreuz schießen? Okay. Und warum haben die jetzt so komische...
Totenköpfe über Schädel. Ah, eine Bombe, na endlich. Ja, komm her. Okay, das wird die Todesliste sein, nehme ich mal an, oder? Okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Also ich verstehe es wirklich noch nicht so ganz. Hä? Wenn ich die Todesliste abarbeite, kriege ich einen Damage ab oder was? Das wäre ein bisschen OP, wenn ich ehrlich bin. Das fände ich wirklich ein bisschen OP. Naja, ist schon klar. Okay. Ey, ich check es nicht. Was will mir diese blöde Liste denn sagen? Es war nicht der Champion, sonst wäre ich tot. Okay. Wobei, jetzt ist egal. Ob Champion oder nicht Champion, jetzt bin ich tot, wenn ich getroffen werde. Heute ist irgendwie nicht mein Kane-Tag. Oh shit, das ist einer von den Spawnern. Okay, da rein. Was ist Slow-Effekt? Booger-Tears. Das. Und wenn wir die Möglichkeit haben, werde ich gucken, dass ich BFF noch mitnehme. Wenn ich die Möglichkeit irgendwie gegeben bekomme. Weil BFF ist mit der Fliege gar nicht mal so verkehrt. Weil die ist ja ein Companion und nicht, okay, also wenn, da muss ich die Liste wirklich abarbeiten. So. Das war halt schade. Sehr schön. Werde ich sowieso nicht durchkriegen. Deswegen lieber erstmal auf sicher gehen. Da lang. Okay, mal gucken. Vielleicht sind hier noch irgendwo so zwei Münzen. Schade. Leider ist das nicht der Fall. Ja, ja, klar. Komm, Devil. So. Die Bugatiers, die sind echt gut. Gegen sowas. Tears und Shot Speed up. Wir haben hier ein rotes Herz, ein halbes. Aber mit anderen Worten, wir können es versuchen. Man könnte es auch. Moment, es könnte auch. Hier müsste der sein, ne? Ja. Toll, eine Münze.
Weg. Jetzt ja mal zumindest das Viech in die Luft jagen können. So, der Super Secret Room kann an zwei Stellen sein. Na toll. Super Secret Room kann. Fick dich. Der Super Secret Room kann. Da oder da. Ja, okay. Also wir müssen mal kurz gucken. 50-50 Chance. Nee, keine 50-50 Chance. Ich habe mich im Raum vertan. Dann ist sicher. Ah. Okay, wasted. Scheiße. Ja, ich hätte safe gehen können und hätte ein bisschen was raussprengen können, aber ich wollte eigentlich nichts raussprengen, deswegen. Naja, egal. Schade, kein BFF für mich. Ja, ist gut. Fucking Curse of the Maze, ey. Auf geht's. Drei rote Herzen haben wir. Tiers. Oh shit. Bombe. Und ach so, shit, ich sollte eventuell auf diese blöde Liste achten, ne? Was immer die auch bringt. Ich muss echt mal gucken, was sie bringt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege dafür nur Drops oder sowas. The Empress. Ups, bin tot. Ja, war eine kurze Runde. Shit happens. Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen, würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich gucke jetzt, was die Deathlist kann. Egal, haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.